Taken 2 landete vergangenes Jahr bei vielen Leuten auf der Liste der 10 schlechtesten Filme des Jahres. Würde ich ihn rückwirkend dort auch gerne haben? Nein! Ist Taken 2 ein guter Film? Nein! Er hat einige absurdeste Ideen. Wer den Film gesehen hat, kann vielleicht mit den Stichworten Granaten und Botschaft was anfangen. Unfassbar, was man sich da teilweise einfallen hat lassen. Grundsätzlich fände ich die Geschichte des Films, dass sich eben Leute für die Ereignisse des ersten Teils bei Liam Neeson und seiner Familie rächen wollen, gar nicht einmal so schlecht. Die Action war teilweise auch gar nicht einmal schlecht gemacht, abgesehen davon, dass ich mir eine etwas ruhigere Kameraführung gewünscht hätte, weil durch diesen Jason Bourne-Wackelstil man teilweise wesentlich weniger erkennen konnte und die Action-Szenen dadurch einfach deutlich schwächer wirkten als im ersten Teil. Was ich dem Film allerdings am meisten zur Last lege, ist, dass er streckenweise einfach nur langatmig ist. Während der erste Teil eine wirklich durchgehende Action-Farce aller erster Güteklasse war, bietet der zweite Teil einige Durststrecken, einige lahmere Passagen und kann einfach nicht durchgehend unterhalten, was eine dezente Untertreibung ist, gemessen, wenn man sich dann wieder das in Erinnerung ruft, was der Film tut, wenn er unterhält. Taken 2 ist kein wirklich guter Film, ist allerdings in meinen Augen auch kein Totalreinfall. Er ist deutlich schwächer als der erste Teil. Wer allerdings Liam Neesons Charakter und seine Familie schon im ersten Teil mochte, der kann wieder mal reinschauen, weil grottig ist der Film eben nicht, nur man darf sich auf keinen Fall was erwarten, was auch nur ansatzweise die Qualität des ersten Teils erreicht.